Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Und heute habe ich mir wieder Unterstützung mitgebracht, nämlich den Alessandro. Wir befinden uns nämlich auf der internationalen Spielwarenmesse Nürnberg 2017. Hier gibt es wahnsinnig viel zu entdecken, über Plüschtiere, Drohnen, sogar bis hin zu Faschingskostümen und sonst darüber hinaus noch viel, viel mehr. Ja, und diese über 1 Million Artikel, die füllen 12 Messehallen, die teilweise sogar mehrstöckig oder mehrteilig sind. Wir interessieren uns natürlich am allermeisten für die Spiele und die befinden sich in Halle 10. Da wir uns jetzt gerade aber am Eingang Ost befinden und die Halle 10 fast am anderen Ende von der Messe ist, werden wir gar nicht so viel Zeit verlieren und gleich losgehen. Endlich angekommen in Halle 10. Hinter mir seht ihr schon den Cosmos-Stand und das kann natürlich nur eins bedeuten. In dieser Halle geht es um Spiele, Spiele, Spiele. Bei Cosmos wurden viele verschiedene Sachen gezeigt. 5-Minute Dungeon ist ein hektisches, kooperatives Spiel. Wie der Name schon sagt, haben die Spieler nur 5 Minuten Zeit, den Dungeon zu meistern. Sie verkörpern Charaktere mit unterschiedlichen Kartendecks und müssen ihre Karten in Echtzeit koordiniert und entsprechend der ausliegenden Gefahren ausspielen. Ohne gutes Absprechen kommt man hier nicht weiter. Für die Spielwelt von Andor wurde eine kleine Erweiterung angekündigt, Dunkle Helden, welche ab Mai 2017 den dritten Teil von Andor, die letzte Hoffnung, für 5 bis 6 Helden spielbar machen soll. Für weniger Spieler, nämlich genau 2, ist Holmes gedacht. Als Sherlock und Moriarty konkurrieren die Spieler um den größten Einfluss und die meisten Hinweise. Sherlock will mit den Hinweisen natürlich einen Fall auflösen. Moriarty hat hingegen irgendwie selbst die Finger im Spiel und hortet Hinweise, um davonzukommen. Nur einer von beiden kann gewinnen. Lernen zu verlieren ist bei Spielen ein wichtiger Aspekt, was auch der Katan-Schöpfer Klaus Teuber weiß. Und man lernt ja als Kind, ja, sagen wir mal, so Toleranz. Man muss nicht immer der Beste sein. Es geht halt auch mal, dass man mal verliert. Das muss man akzeptieren. Und ich denke mal, das soziale Lernen ist beim Spielen halt sehr, sehr wichtig. Die erste Erweiterung zu Klaus Teubers Meisterwerk Catan, nämlich die Seefahrer, wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Passend dazu kommt eine Jubiläumsausgabe heraus. Dazu wird es ein neues Szenariopaket, die Legende der Seeräuber, geben. Sie beinhaltet eine 4-teilige Kampagne, bei der sich einige Entscheidungen auf die folgenden Kapitel auswirken. Magomag ist die neue Vater-Sohn-Kreation von Klaus und Benjamin Teuber. Die Spielfläche ist hochkant und austauschbar. Es stehen 3 Spielvarianten zur Wahl. Ein Magnet ist auf der einen Seite und wird durch einen Spieler von der Gegenseite gesteuert, während ihm ein Mitspieler Anweisungen gibt, in welche Richtung es gehen soll. Wie zum Beispiel hier in der Großspielvariante des Dschungelrennens. Das neuartige Konzept ist ein ganz besonderer Wow-Moment, welcher bei Spielen immer wichtiger wird. Wie kann ich mich als Verlag mit meinen Produkten in diesem riesen Regal von Spielen noch hervorheben? Es kann eine gute Grafik sein, wo mich was anspricht, aber wie stelle ich mich raus? Und natürlich, es kann etwas sein, was eine Mechanik hat, wo ich sofort sehe, wie geht es. Dieses Magic Moment, das man dann im Fernsehen, wenn man sich eine TV-Werbung leisten kann, natürlich sieht. Aber es ist natürlich vor allem auch wiedererkennungswert. Haber hatte die 3 neuen Spiele der Spieleabend-Approved-Reihe, welche bereits in Essen gezeigt wurden, dabei. Picassimo, Miduris und Lady Richmond. Neues gab es im Kinderspielbereich, wie zum Beispiel Reno Hero Super Battle, welches mit einem imposanten 3D-Aufbau beeindruckte. Solche 3D-Elemente können sowohl Kinder als auch Erwachsene wunderbar begeistern. Nehmen Sie das Looping Louie von Hasbro, was also bei Partys und so zum Kultspiel geworden ist, weil auch die Erwachsenen damit, oder meist auch junge Erwachsene, aber einen Mordspaß damit haben. Also auch da werden also auch die Kinder den Erwachsenen wieder geweckt und insofern sind die Grenzen absolut fließend. Bei Ravensburger gab es viel für die Familie. Der Klassiker Scotland Yard erhält mit einer Kartenspielvariante von Inka und Markus Brandt einen neuen Ableger. Große Besonderheit: Mr. X wird zu Beginn zufällig und verdeckt ausgelost, sodass die Agenten ihn nicht nur schnappen, sondern zunächst identifizieren müssen. Das Rennspiel Crazy Race spricht die ganze Familie an. Es ist zwar Würfelglück gefragt, um im Rennen voranzukommen, aber die Spieler entscheiden selbst durch die Menge an Würfeln, wie hoch sie pokern wollen.
Eldorado von Rainer Knizia hat weniger Glückselemente, aber wird durch individuelle Teile jedes Mal ganz variabel aufgebaut. Die Spieler müssen sich mit Hilfe ihres Kartendecks durch den Dschungel schlagen, dabei erweitern und verbessern sie ihr Deck stetig. Anfang 2017 ging es heiß her. Der Heidelberger Spieleverlag und Asmodee haben ihre Fusion bekannt gegeben. Der Heidelberger Spieleverlag wird ab sofort als Studio Heidelberger unter dem Dach von Asmodee geführt. Für die Spieler ändert sich angeblich nichts, aber was hier in Nürnberg bereits erkennbar ist, ist, dass die beiden unglaublich viele Spiele dabei haben. Und welche das sind, das schauen wir uns jetzt an. Entsprechend war der Asmodee-Stand randvoll mit Spielen gefüllt. Es mussten schließlich auch die Spiele untergebracht werden, die letztes Jahr beim Heidelberger Spieleverlag noch in Entwicklung waren, wie zum Beispiel das Hau-drauf-Spiel Adrenalin. Die Seele des Heidelberger Spieleverlags soll aber trotz Zusammenschluss erhalten bleiben. Als Studio ist der Heidelberger ziemlich eigenständig, wir mischen uns da wenig ein. Wir besprechen natürlich, welche Spiele entwickelt werden sollen, müssen aber auch schauen, wo sich das insgesamt hinentwickelt. Wir sind jetzt natürlich dabei, alles zu entwickeln, zu gucken, was wollen wir erreichen, was wollen wir gemeinsam noch erreichen. Die ehemalige Belegschaft der Heidelbären ist auch mit einem guten Gefühl in die Fusion gegangen. Bis jetzt sind die Heidelbären einfach, das Team sind einfach, wir sind zusammengegangen, ja, so kann man es sagen. Auch wenn wir gewissermaßen übernommen wurden, sind wir eigentlich zusammengegangen. Und wir haben da durchaus auch die Möglichkeit, uns einzubringen. Und das ist ein schönes Gefühl, nicht einfach zu sagen, okay, wirst gekauft, aber jetzt läuft so, Klappe halten. Das Gefühl haben wir hier gar nicht bekommen und das war uns auch wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, jawohl, machen wir gerne. Der Dungeon Crawler Fireteam Zero soll dieses Jahr noch erscheinen, sowie RuneWars, welches bereits an der Schwelle zum Tabletop-Spiel steht und mit beeindruckenden Miniaturen aufwartet. Außerdem gibt es natürlich Erweiterungen, darunter neue Szenarien für Time Stories, zum Beispiel die Endurance-Expedition oder Lumen Fidei, sowie die erste Erweiterung Public Services für das Städtebaulegespiel Quadropolis. Besonders im Fokus stand Yamatai, das neue Spiel von Autoren Bruno Casala und Marc Paquiem. Als Händler und Baumeister müssen die Spieler geschickt Handelsschiffe positionieren, um rechtzeitig ihre Gebäude errichten zu können. Sich auf dieser Messe nicht zu verlaufen, ist ein wahres Kunststück. Ich weiß gerade wirklich nicht, wie ich hier wieder rauskomme. Und genau das war 2016 voll der Hype, aus Räumen wieder herausfinden. Mit sogenannten Escape- oder Exit-Rooms wurden Brettspiele auf den Tisch gebracht. Und das mit großem Erfolg. Der einzige Nachteil, wenn man die Puzzle erstmal gelöst hat, kann man sie meistens nicht nochmal spielen. Glücklicherweise gibt es immer wieder Nachschub. Bei Noris wurden Erweiterungspacks zu Escape Room das Spiel gezeigt. Die neuen Räume Murder Mystery und Funland laden zum Rätseln ein. Zum Spielen wird wieder der Chrono-Decoder aus dem Grundspiel benötigt. Bei Cosmos waren Inka und Markus Brandt wieder kreativ und haben ein neues Trio von Exeter-Spielräumen erstellt. Bei Die vergessene Insel, der Station im ewigen Eis und der verbotenen Burg sind die grauen Zellen wieder gefragt. Im Gegensatz zu den letzten Jahren ist 2017 noch kein richtig neuer Trend erkennbar. Inka und Markus Brandt haben für Exit aber noch genug Ideen im Petto. Ich hoffe natürlich für unsere Exit-Sachen, dass hier nicht gleich wieder abgelöst wird, der Trend. Ich hoffe, dass er ähnlich wie bei den Räumen ein bisschen anhält. Ansonsten ist es ja immer, wenn ich den Trend voraussagen könnte, dann das wäre natürlich super. Die Escape Room-Reihe von ThinkFun aus dem Hause HC im Kienzel, Escape the Room, erhält mit Das Geheimnis des Refugiums von Dr. Gravely Zuwachs. Wie entsteht so ein Trend wie die Escape- bzw. Exit-Räume eigentlich? Ich glaube, dass es eher ein Zufall war. Das heißt, einige kreative Köpfe in der Branche hatten zur gleichen Zeit mehr oder weniger die gleiche Idee. Auch neue Anbieter lassen den Trend weiterleben. Die Space Cowboys haben bei Asmodee mit Unlock ein ganz heißes Eisen im Feuer. Das Spiel kommt mit App-Unterstützung daher und soll ganz neue Rätselerfahrungen sowie Adventure-Elemente mitbringen. Im Foyer der Halle 11 gibt es eigentlich nur einen einzigen Verlag, nämlich Pegasus Spiele und natürlich seine Partner. Und im Gepäck haben die wieder ein abwechslungsreiches Programm, das wir jetzt einmal unter die Lupe nehmen. Einige Spiele, die bereits auf der Spiel 2016 Aufsehen erregt haben, erscheinen nun bei Pegasus Spiele in Deutsch. Darunter sind Titel wie Captain Sona oder auch Ines. Natürlich hatte Pegasus Spiele auch ganz neue Sachen im Gepäck. Mein Traumhaus richtet sich an Familien. Die Spieler suchen sich reihum eine Spalte einer Auslage aus und erhalten dadurch Räume, Einrichtungsgegenstände oder das Startspielerrecht. Im eigenen Traumhaus muss dies alles dann punktebringend angeordnet werden. Beim Familienspiel Sheep and Thief wird eine Weide aus Karten ausgelegt. Dabei sammelt man Schafe oder klaut mithilfe des Fuchses welche von gegnerischen Weiden, falls diese nicht durch einen Hüterhund beschützt werden.
Heiß erwartet ist First Martians, welches als Nachfolger von Robinson Crusoe zählt. In Nürnberg gab es noch nicht viel von dem Spiel zu sehen, es soll aber dieses Jahr noch in den Handel kommen. Sowas früh anzukündigen, ist für Verlage immer sehr wichtig. Wir wollen ja auch irgendwo eine gewisse Planbarkeit für uns selbst auch haben. Das heißt, wenn wir im Marketing wissen, dass ein Spiel im August erscheint, dann bereiten wir auch alles dafür vor. Also Pressemitteilungen oder vielleicht auch irgendwelche Aktionen und Events im Fachhandel. Und dafür brauchen wir auch eine gewisse Vorlaufzeit und deswegen müssen wir das auch versuchen für uns einzuhalten. Nicht nur, weil wir es so ankündigen, sondern weil wir auch innerhalb des Unternehmens ja dann irgendwie planen müssen halt damit. Außerdem wird dieses Jahr die Port Royal Familie mit dem eigenständigen Spiel Santo Domingo erweitert, welches allerdings nicht von Alexander Pfister, sondern von Stefan Risthaus ist. Bei Santo Domingo geht es um Waren, die mit Hilfe von Aktionskarten beschafft und in Siegpunkte umgewandelt werden können. Schließlich wurde die Erweiterung zu Mystic Vale, die das Tal der Magie und das Tal der Wildnis in einer Packung vereint, angekündigt. Diese verspricht mehr Interaktion zwischen den Spielern. Von Rainer Knizia wurde Axio gezeigt, ein abstraktes Legespiel, welches auf der Idee von einfach genial aufbaut. Im Unterschied geht es nun aber um dominoartige Rechtecke statt um sechseckige Teile. Bei den Experten-Spielspezialisten von Eggert Spiele geht es im Sommer zunächst ruhig zu. Mit Frog Riders wird ein familientaugliches Spiel kommen, in dem die Spieler Frösche auf einem Brett hüpfen lassen. Dadurch erhält man Frösche, deren Farben teilweise auch besondere Spezialaktionen erlauben. Außerdem erhält man für passend gesammelte Farbkombinationen noch Siegpunkte. Mit Eggert Spiele Kids steigt der Verlag nun auch in die Kinderspiele ein. Gespenster am Fenster ist der erste Titel. Hierbei muss man zu den Gespenstern den passenden Schatten finden. Klassischerweise zeigt Eggert Spiele seine Expertenkracher wie Mombasa oder Great Western Trail immer zu Spielen in Essen. Im Moment ist der Markt an Kenner- und Expertenspielen aber reich gefüllt. Expertenspiele, wie sie ja bei Pegasus heißen, da gibt es eine ganze Menge ganz tolle Spiele. Und bei den Kennerspielen wird schon weniger. Und bei den Familienspielen gibt es gar nicht mehr so die große Konkurrenz, wie es vor 15, 20 Jahren gab. Aber der Markt hat sich schon geändert. In einer kleinen Blumenecke konnte man Cottage Garden entdecken. Das Spiel wurde auf der Spiel 2016 dem Verlagsinhaber Michael Schmidt regelrecht aus der Hand gerissen. Aufgrund der riesigen Nachfrage war für ihn Hilfe unglaublich wichtig. Mich hat der Erfolg des Spiels total überrumpelt. Es war auf einmal viel, viel mehr zu tun, als ich mir das jemals vorgestellt habe. Und es ist einfach notwendig, dass ich einfach irgendwas abgebe, dass ich nicht alles selber machen kann. Und ich glaube, mit Pegasus habe ich da echt den besten Partner gefunden, den ich mir wünschen konnte. Julia hat euch ja schon Halle 10 gezeigt. Die Halle 10 in Nürnberg ist aber insofern besonders, als dass sie einen zweiten Stock hat. Auch hier gibt es wieder viele Sachen zu entdecken. Spiele und Spieleverlage, zum Beispiel Hans im Glück, Abacus-Spiele, Yellow oder auch Zoch. Und wir fangen jetzt gleich mit der Entdeckungstour an. Schmidt-Spiele bedient dieses Jahr wieder Familien. Bei Die Gärten von Versailles von Günther Burkhardt versucht man sich als Landschaftsgärtner. Dabei muss man zusammenpassende Plättchen erwischen und diese richtig legen. Außerdem gab es die kleinen und gemeinen Spiele wie Mistkäfer und Raftzahn. Mit Würfelglück und ein bisschen Geschick kann man hier den Gegner ärgern und versuchen, die Nase vorn zu haben. Beim kleinen Verlag Blackfire gab es ein großes Schwergewicht als Prototyp zu sehen. Bei The King's Will müssen die Spieler zunächst die Siegbedingungen des Königs herausfinden, also quasi den Willen des Königs, bevor es mit den Punkten richtig losgehen kann. Insgesamt sieht man, dass auch die kleinen Verlage immer professionellere Auftritte haben. Spiele sind professioneller aufgemacht. Ja, früher sahen die auch mal echt hässlich aus. Ich finde es eigentlich kaum noch. Das steckt ganz viel Qualität drin und ich glaube, das ist so, was man allgemein sagen kann. Es gibt viel mehr kleine Verlage, die auch schon tolle Sachen machen. Natürlich neben den großen, aber die haben immer schon einen guten Job gemacht. Abacus Spiele ist zwar auch ein kleiner Verlag, aber ist schon seit Jahren in der Szene gefestigt. Dieses Jahr wird noch Century, die Gewürzstraße, bei Abacus Spiele erscheinen, welches von Plan B gestaltet wurde. Century wird als Trilogie auftreten, wobei jedes Spiel auch separat gespielt werden kann. In Nürnberg werden aber auch immer wieder Spiele gezeigt, die noch im Werden sind. Hier werden natürlich schon nochmal mehr Spiele auch im Entwicklungsstadium gezeigt. Hier werden mehr Gemeinschaftsproduktionen eben abgeschlossen, dass man sagt, okay, ich interessiere mich für das Spiel und möchte es gerne in Land XY rausbringen.
Auch der Handel ist ja wichtig, dass der weiß, okay, was habe ich denn dann vielleicht im Weihnachtsgeschäft im Regal stehen, was ist gut, was ist trendig. Das große Abacus-Spiele-Highlight war Number 9, welches quasi druckfrisch auf der Messe zu sehen war. Das abstrakte Legespiel fordert räumliche Vorstellungskraft und ein bisschen Risikobereitschaft. Solange die Teile in der untersten Ebene platziert werden, sind diese nämlich noch keine Punkte wert. Allerdings darf man Lücken in der Fläche nicht einfach überbauen. Zoch bleibt seiner Linie treu. Neben Neuheiten wie Tabula Rasa konnte man das Geschicklichkeitsspiel Targets sehen. Bei Targets schnippen die Spieler mit ihren Würfeln auf Zielscheiben. Wessen Würfel trifft und die höchste Augenzahl zeigt, gewinnt dabei die Scheibe. Igel brauchen Winterspeck und bei Yam Yam futtern sie sich ihn an. Das kleine, schnelle Kartenspiel stammt direkt aus der Feder von Klaus Zoch und verspricht jede Menge Spaß. Dieser ist dem Verlag Zoch besonders wichtig. Wir wollen auch keine Verlage mit dem Zeigefinger. Du musst lernen, du musst dies machen, du musst jenes machen, sondern Kommunikation soll Spaß machen, das Miteinander soll Spaß machen. Bei Hoch und Friends wurde es äußerst bunt. Während die Chicken Wings von der Spielwarenmesse 2016 noch an der Decke klebten, wurden die neuen, im Dunkeln leuchtenden Hühner vorgestellt und fleißig geschleudert. Hoch und Friends ist besonders bekannt für seine Knobel- und Solospiele. Meist sind diese sehr klein gehalten. Babuschka hingegen lädt mit einem etwas größeren Aufbau zum Knobeln ein. Ich glaube, an sich ist der Trend, sich auch einfach mal in Ruhe hinzusetzen und sich mit was auseinanderzusetzen, auch ein bisschen zu knobeln, ist halt einfach auch eine schöne Sache. Und vor allem letztendlich, es sind zwar Solitärspiele, aber ob ich jetzt alleine oder zu zweit oder zu dritt vielleicht über die Lösung nachdenke, das ist ja auch jedem noch freigestellt. Außerdem wird der Verlag 2017 Spiele zur Bulli-Parade der Film herausbringen. Das Highlight war aber der Abschluss des GIP-Projektes. Neben den Neuauflagen von Punkt und One gab es nun auch Lynk zu sehen. Dieses ganz neue abstrakte Spiel von Chris Berm stellt den Abschluss der Reihe dar. Bei Hans im Glück wurde natürlich der Dauerbrenner Carcassonne mit der 10. Erweiterung Manege frei weiter befeuert. Carcassonne ist die große Marke des Verlags, welche ihm besonders wichtig ist. Unser Standbein ist Carcassonne, muss man ehrlich sagen. Und das gibt uns aber eben auch die Möglichkeit, viele, viele Spiele zu machen, die wir sonst nicht machen können. Und vor allem auch viel Zeit damit zu verbringen, die zu testen. Weil dadurch ist der Zeitdruck dann oft nicht ganz so groß. Wenn wir sagen, das Spiel ist noch nicht fertig, dann können wir auch guten Gewissens sagen, verschieben es nochmal auf eine Messe oder zwei, machen es so gut fertig, wie es geht. Valletta ist ein neues Deckbuilding-Spiel vom Autor Stefan Dora. Das Endspiel klingt dabei besonders spannend. Sobald das Ende eingeläutet ist, hat jeder Spieler noch die Möglichkeit, sein gesamtes Deck auszuspielen. Neben dem Zeigen von Neuheiten wurde auch ein ganz besonderes Spiel vom Essen 2016 mit einem Preis ausgezeichnet. First Class hat den neuen Beeple Award, der von dem Bloggernetzwerk Beeple verliehen wird, erhalten. Eine ganz besondere Ehre für den Verlag und den zweiten Geschäftsführer Moritz Brunhofer. Es freut uns riesig, dass wir da schon jetzt was bekommen haben und ihr seid euch ja wohl einig gewesen, habe ich gerade gehört. Das freut uns sehr. Wir haben viel Arbeit reingesteckt und freuen uns, dass es angenommen wird, dass es ankommt. Ja, das ist toll. Für alle, die Beeple noch nicht kennen, fasst Christoph Post von der Brettspielbox und eines der Gründungsmitglieder von Beeple den Hintergrund des Netzwerkes zusammen. Beeple ist ein Zusammenschluss von 7 Bloggern aktuell zu einem Netzwerk. Und was wir vorhaben, ist, gemeinsam einen Auftritt zu haben, gemeinsame Aktionen zu machen, um eben das Kulturgut Spiel auch ein Stück weit nach vorne zu bringen, also unseren Beitrag als Blogger da zu leisten. Sicherlich auch in der Qualität der einzelnen Blogs uns zu steigern, indem wir uns gegenseitig unterstützen, Hilfestellung geben oder auch Feedback eben halt, was wir eben bei dem anderen gut oder auch schlecht finden. Der französische Verlag Yellow hat richtige Prototypen mitgebracht, die zum einen sehr vielversprechend aussahen, aber erst Ende des Jahres vielleicht sogar schon zu Spiel 2017 erscheinen werden. Für Yellow sind solche Ankündigungen aber selbstverständlich. The goal of this event is to show what's coming in 2017. So here today we have games that we never showed before, but that will be released in 2017. There are still some that we keep a secret because, you know, otherwise it's not exciting. But we have 3 big ones that we showed for the very first time today. Und diese 3 sind Bunny Kingdom vom Autor Richard Garfield, welches ein Area-Control-Spiel im Häschen-Look darstellt. Das Kampfspiel Arena vom Autor Maxime Rombourg und das kooperative Mountain of Madness. Mountain of Madness ist vom Legacy-Schöpfer Rob Daviau, hat aber selbst keinen Legacy-Mechanismus.
Im Laufe des Spiels können die Spieler sich Verwundungen zuziehen, die ihnen zum Beispiel vorgeben, nur noch mit Ja oder Nein antworten zu dürfen. Eine ganz neue und spannende Herausforderung wartet also auf die Spieler. Feuerland greift wieder ein englischsprachiges Schwergewicht auf. Zeiss wird beim Verlag auf Deutsch erscheinen. Das bedeutet natürlich einiges an Regelübersetzung. Feuerland ist aber Spezialist für komplexe Spiele und weiß, dass es auf die Regeln ganz besonders ankommt. Vor allen Dingen, weil wir gerade so komplexe Spiele haben, wo wirklich alles passen muss und die Leute, die dann unsere Spiele spielen, natürlich auch anspruchsvoll sind und noch nicht auf den Kopf gefallen. Die würden das natürlich sofort merken, wenn irgendwas nicht stimmt, ja. Und das ist für uns natürlich das A und O. Amigo bedient meist nicht die Experten, aber dafür wunderbar die Familienspieler. Mit Halligalli Party geht der beliebte Spaß weiter. Die Früchte spielen nun Instrumente. Und Bonanza wird 20 Jahre alt, was natürlich mit einer Sonderausgabe mit neuen besonderen Bohnengrafiken gefeiert wird. Natürlich gibt es schon viele Klassiker, die sich auch weiter verkaufen. Man muss seine Klassiker auch so ein bisschen pflegen. Also das habt ihr sicherlich auch gemerkt, dass wir immer auch mal wieder eben Varianten, neue Spiele aus der Reihe rausbringen, um auch das Grundspiel immer so ein bisschen auch im Gespräch zu halten und es gegebenenfalls mal zu überarbeiten oder so, dass man auch denen, die es vielleicht schon seit 20 oder 25 Jahren kennen, dass sie denken, ach ja, guck mal, 6 nimmt, das könnten wir doch mal wieder auf den Tisch bringen zum Beispiel. Natürlich gab es auch was Neues. Das Würfelspiel Caramba verspricht schnelle und ein wenig hektische Würfelrunden, aber viel Spaß für die Familie. Insgesamt geht es der Branche so gut wie nie. Ich glaube aber in anderen Märkten, gerade im angloamerikanischen Raum, wird es deutlich noch in Zukunft nach vorne gehen. Das wird noch wesentlich populärer werden, weil dort auch Nachholbedarf ist. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass auch die analogen Spiele noch in 10, 15 Jahren sehr wichtig sind. Also der gesamte Spielwarenmarkt war sehr erfolgreich und hat letztes Jahr die 3-Milliarden-Grenze überschritten. Auch erfolgreich waren das, was wir uns sehr beschäftigen, nämlich mit Brettspielen. Der gesamte Brettspielmarkt ist in Deutschland auch um über 10% gewachsen und das ist ein gutes Zeichen. Insbesondere deshalb, weil es schon das Jahr vorher auch ein Plus um über 10% gab. Wie ihr seht, werden in Nürnberg viele Spiele präsentiert, auf die wir uns dieses Jahr schon freuen dürfen. Leider ist die Messe nur für Fachbesucher und Presse. Trotzdem hoffen wir, dass ihr einen guten Einblick gewinnen konntet in die Highlights, die dieses Jahr kommen werden. Auch viele der Spiele, die man hier sieht, sind natürlich noch nicht fertig und werden dann in den kommenden Monaten oder auch Tagen veröffentlicht. Ja, und wenn ihr euch schon mal über die Spiele oder auch die Verlage und Autoren informieren wollt, dürft ihr gerne in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten bei uns auf unserem YouTube-Kanal oder auf spieldochmal.com vorbeikommen und euch dort informieren. Ja, und bis dahin hoffen wir natürlich, dass ihr weiterhin viel Spaß am Spielen habt und dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Spiel doch mal.